In unserer Boeing 747-Geschichte befinden wir uns mittlerweile im Jahre 1985, also immer noch gut 33 Jahre in der Vergangenheit. Zu dieser Zeit hatte Boeing die 747-300 auf den Markt geschmissen. Ein Flugzeug, das nicht so wahnsinnig viele Verbesserungen bot im Vergleich zu den klassischen 100er und 200er Versionen. Denn die größte Verbesserung, das verlängerte Oberdeck, das konnte man jetzt auch für die 200er und 100er Version nachrüsten. Also warum da eine 747-300 kaufen? Und ganz endgültig war es in dem besagten Jahr der Flugzeughersteller selbst, der 747-300 die Attraktivität nahm, denn man kündigte jetzt die wohl größte Verbesserung, die wohl größte Überarbeitung an, und zwar die Boeing 747-400. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und damit herzlich willkommen im nächsten Video der 747-Reihe. Ja, wird eine richtige 747-Woche diesmal. Und ja, die 747-300, die bot nicht so wahnsinnig viele Verbesserungen. Die größte Verbesserung, das verlängerte Oberdeck, konnte man jetzt auch als Option für die 200er-Version nachrüsten oder auch einfach mitbestellen. Und ansonsten konnte die 747-300 nicht so wahnsinnig viel mehr. Man hat da an ein paar aerodynamischen Stellschrauben gedreht, ein paar Kleinigkeiten verbessert, sodass die 300er-Version etwas schneller unterwegs sein konnte als die 200er-Version. Aber dafür kauft man ja kein neues Flugzeug. Die Reichweite, die drei Personen im Cockpit, die Triebwerke und damit auch die Effizienz, das blieb eigentlich alles erstmal vollkommen gleich. Und dann gab es da so einen aufstrebenden Flugzeughersteller aus Europa mit dem Namen Airbus, der jetzt mittlerweile auch gezeigt hat, dass man ein Cockpit ein bisschen besser konzipieren kann. So heißt es zumindest. Oder dass man ein Flugzeug auch nur mit zwei Personen fliegen kann. Auch ein großes Verkehrsflugzeug. Und während man da am Fly-by-Wire gesteuerten A320 und vom A340 hatte man auch schon was gehört, während man an diesen Flugzeugen baute, mit großen übersichtlichen Bildschirmen im Cockpit und nur zwei Personen im Cockpit, da war Boeing ja jetzt quasi dazu gezwungen, ihre auf der 1969 zum ersten Mal geflogenen Basis stehende 747 in die aktuelle Zeit zu holen. Dabei war das Zweimann-Cockpit ja auch für die Amerikaner zu diesem Zeitpunkt gar nichts Neues mehr, denn 1982 bzw. 1983 brachte Boeing die Boeing 757 und die 767 auf den Markt. Und das sind Flugzeuge, die ausgestattet sind mit einem modernen Cockpit, die teilen sich ein Cockpit und die Maschinen werden von zwei Piloten bedient. Und allein durch diesen Fakt waren diese Flugzeuge ein ganz massives Stück weiter technologisch als die 747. 1985 gab es dann also endlich die Ankündigung zur großen Überarbeitung, die Ankündigung zur Boeing 747-400. Und die treuen Jumbo-Kunden sprangen auch sofort drauf an, darunter zum Beispiel Fluggesellschaften wie Lufthansa und KLM. Und Boeing steckte sich dabei sehr hohe Ziele. Man wollte fast 2000 Kilometer mehr Reichweite mit diesem Flugzeug bieten können und dabei die Betriebskosten um mehr als 10% senken. Gleichzeitig. Und um genau das wirklich umsetzen zu können, bildete sich so eine Art Gremium, bestehend aus den wichtigen Boeing-Leuten und den wichtigen Vertretern der entsprechenden Kunden, zum Beispiel eben von Lufthansa oder KLM. Und Boeing hörte auf ihre Kunden, so wie sie es schon immer machten, und deswegen wurde zum Beispiel auch ein Entwurf für ein Cockpit, das eigentlich genauso aussah wie das der 747-300, weil ist ja altbewährt und da muss sich niemand umgewöhnen, das wurde direkt wieder gekippt, weil die Fluggesellschaften sich einig waren, man wollte modernste Technik und das nicht nur im Cockpit, und deswegen kam man jetzt um massive Änderungen nicht mehr drumherum. Der Flugzeughersteller Boeing zeigte sich hier also wieder gewohnt zaghaft. Warum soll man nicht das konventionelle altbewährte einfach wieder einsetzen? Es wird doch schlicht und einfach wieder gut funktionieren, warum auch nicht, aber im Nachhinein stellte sich mal wieder, wie bei der 707 zum Beispiel auch schon heraus, dass die Kunden recht hatten und sich die massiven Veränderungen hier durchaus lohnen sollten. Man erhöhte zum Beispiel die Spannweite der Boeing 747 um mehr als 5 Meter, denn ganz klare Sache, größere Tragflächen können mehr tragen. Möglich machte das die Verwendung neuer Materialien in entsprechend großen Mengen. Hier ging es vor allem um Aluminium, das dafür sorgte, dass die größeren Tragflächen, die jetzt zur Reduzierung des induzierten Widerstandes, welcher sonst eigentlich mit dem Gewicht des Fliegers ansteigen würde, auch mit 1,80 Meter hohen Winglets ausgestattet wurden, diese Tragflächen waren jetzt, obwohl sie größer waren, 3 Tonnen leichter als die vorherigen Tragflächen der 747. Das ist schon mal ein interessanter Schritt, oder? Wir müssen jetzt natürlich nicht jede Kleinigkeit durchkauen, aber ich habe noch zwei Sachen, die ich euch gerne erzählen würde, um einfach mal so ein bisschen zu verdeutlichen, was der Schritt von der 300er 747 zur 400er 747 wirklich bedeutete. Der Flieger bekam zum Beispiel natürlich neue Triebwerke. Die müssen erstmal das können, was neue Triebwerke immer können sollten, und zwar mehr Power liefern bei weniger
weniger Spritverbrauch, sorgt für eine verbesserte Effizienz, keine Frage. Aber beim Schritt zur 400er 747 kam etwas ganz Wichtiges dazu, und zwar das sogenannte FADEC, das Full Authority Digital Engine Control. Das ist ein Feature, welches heute wirklich jedes zivile Triebwerk an irgendeinem Verkehrsflugzeug hat. Und das ist eine Technik, die im Zusammenspiel mit anderen Features das Zwei-Mann-Cockpit erst wirklich möglich macht. Das hat jetzt zwar überhaupt nichts miteinander zu tun, aber diese voll digitale, selbstständige Regelung des Triebwerks, dieses FADEC-System, was dahinter steckt, ist vielleicht von der Verbesserung so zu verstehen wie der Schritt vom einfachen Vergasermotor zum Direkteinspritzer. Der kann alles, was der vorher auch konnte, nur sehr viel präziser und dadurch sehr viel effizienter. Das wurde mit der 747-400 in der Jumbo-Baureihe also jetzt zum Standard. Und dazu gab es noch eine neue APU, eine Auxiliary Power Unit, also ein neues Hilfstriebwerk. Das hatte Boeing in der 747 lange nicht angefasst, weil hat ja funktioniert, hat ja ausgereicht. Aber jetzt kam ein neues Triebwerk von Pratt & Whitney rein und das verbraucht ganze 40% weniger Kerosin als das Modell, was vorher drin war. Boeing baute das Flugzeug so und stellte die 747-400 im Januar 1988 der Öffentlichkeit vor. Übrigens am exakt gleichen Tag, an dem sie auch die 737-400 vorgestellt haben, aber das nur so nebenbei. Währenddessen zeigte Airbus mittlerweile in Europa, wo die Reise eines Airliner-Cockpits mit entsprechender Technik, die dahinter steckt, wirklich hingehen kann. Und das, was die Europäer da mit dem A320 bzw. wenig später dann ja auch mit dem A340 zeigten, das bestätigte ja nun die Richtigkeit der Entscheidung von Boeing, das 747-Cockpit massiv zu überarbeiten. Alles andere hätte wahrscheinlich zu dieser Zeit schon wieder ziemlich lächerlich ausgesehen. Und dann, ganz genau ein Jahr nach dem Rollout der 747-400, übernahm Erstbetreiber Northwest Airlines den ersten Flieger. Tja, und dann war die 747-400 in Betrieb. Qantas stellte mit ihrer 747-400 auch gleich mal einen Weltrekord auf. Und zwar flogen sie die Strecke von London nach Sydney nonstop. Das war damals der längste Flug eines kommerziellen Flugzeuges, ziemlich genau 18.000 Kilometer in 20 Stunden. Natürlich keine Passagiere an Bord, das hätte die 747-400 auch nicht geschafft. Aber immerhin ein Rekord. Voll beladen und damit beim Start gut 400 Tonnen schwer, konnte man jetzt die 747-400 ganze 13.500 Kilometer ungefähr weit fliegen lassen. Damit kann die 747-400 fast 5.000 Kilometer weiter fliegen, als das noch die 747-100 konnte. Und da soll mal jemand sagen, das Flugzeug hat man nicht weiterentwickelt. Vielleicht auch noch ein paar andere eindrucksvolle Zahlen. Im Cockpit der 747-100 fand man noch 971 Knöpfe, Schalter und Anzeigen. Im Cockpit der 747-400 sind es jetzt nur noch 365. Dafür verlegte man aber ein bisschen mehr Kabel, und zwar knapp 275 Kilometer in der 400er Version. Und die Maschine besteht aus knapp 6 Millionen Einzelteilen. Und da war ja noch was mit dem Aluminium. Davon verwendete man jetzt in der 747-400 ganze 66 Tonnen. Was natürlich erstmal wahnsinnig viel klingt, auch wahnsinnig viel ist. Das ist immerhin das maximale Abfluggewicht eines Airbus A318. Nur in Form von Aluminium in der 747-400. Aber unterm Strich sorgte dieses Material natürlich dafür, dass das Flugzeug in dieser Form erst möglich gemacht wurde und viele Teile, viele tragende Strukturteile leichter werden konnten. Und dazu baute Boeing dann jetzt natürlich wieder die entsprechenden Versionen. Ein Frachter, davon baute man insgesamt 126, und eine Kombi-Version gab es noch. Und es gab auch wieder eine Short-Range-Version der 747, die hieß jetzt aber nicht mehr Short-Range, sondern Boeing 747-400 Domestic. Diese Maschine war jetzt zugelassen für bis zu 660 Passagiere, was natürlich echt eine ganze Menge ist, auch wieder für Japan, für den japanischen Markt entwickelt und gebaut. Es wurden aber auch nur 19 Stück davon verkauft, und das Flugzeug konnte man daran erkennen, dass diese 747-400 nicht die verlängerten Tragflächen bekommen hat und auch keine Winglets bekommen hat. Denn diese Verbesserungen kommen auch wirklich nur auf längeren Flügen als Verbesserung zum Tragen. Auf den Kurzstrecken ist das eigentlich nur Gewicht, was man mehr mitschleppt. Davon fliegt heute allerdings keine mehr. Und dann gab es ab dem Jahr 2000, also wieder ganze 15 Jahre nach der Ankündigung der Boeing 747-400, eine 747 mit dem Beinamen Extended Range. Das bedeutet erst einmal nicht viel mehr als eine normale 747-400 mit verstärkter Struktur. Deswegen darf sie aber mehr schleppen, bekommt einen Zusatztank, also ein bekanntes Prinzip, und kann dementsprechend über 14.000 Kilometer weit fliegen. Diese Maschine wurde nur von der australischen Qantas bestellt, weil das Flugzeug eben genau das kleine Stück Mehrleistung mitbrachte, was Qantas brauchte, um die Strecke Melbourne-Los Angeles wirklich vollbeladen mit einer 747 fliegen zu können. Ansonsten wurde das Ding leider nicht mehr verkauft.
Die 747-400 ist damit die erfolgreichste Variante der ganzen 747-Familie. Wenn man jetzt die ganzen Veränderungen, die eben aufgezählt wurden, mal zusammennimmt, dann ist das auch sicherlich durchaus nachvollziehbar. Die letzte Maschine wurde im Jahre 2009 ausgeliefert und bis dahin hat man fast 700 Stück aus der 400er Baureihe verkaufen können. Und die Fluggesellschaften, die heute noch Boeing 747-400 in großer Stückzahl in ihrer Flotte haben, die müssen sich jetzt natürlich früher oder später oder haben sich natürlich längst schon die Frage gestellt, ob sie die Maschinen, die oft über 20 Jahre alt sind, nicht mittlerweile durch besseres Gerät ersetzen können. Das wurde natürlich mit Ja beantwortet. Die zweistrahligen Flugzeuge A330, A350, 777 oder 787, die können zwar meist nicht so wahnsinnig viele Passagiere mitnehmen, ist aber bei der Point-to-Point-Strategie, wo es darum geht, Direktflüge überall hin anzubieten, auch gar nicht so vonnöten. Und die zweistrahligen Maschinen sind aus dem Grund unterm Strich auch einfach sehr, sehr viel effizienter als zum Beispiel ein vierstrahliges Flugzeug wie ein A340, eine 747 oder auch ein A380. Das ist gar keine Frage. Günstige Treibstoffkosten gaben der 747 jetzt nochmal die Chance, ein bisschen länger zu bleiben bei einigen Fluggesellschaften, aber auf kurz oder lang ist die Zeit des Jumbos dann doch irgendwie vorbei. Boeing versuchte dann mit einer nochmals überarbeiteten Version, mit der 747-8, das Flugzeug wieder rentabel auf den Markt zu bringen. Das hat nicht so wahnsinnig gut funktioniert, aber dazu im nächsten Video mehr. Heute fliegen gar nicht mehr so wahnsinnig viele große Fluggesellschaften die 747. Zum Beispiel gibt es keine der großen US-Fluggesellschaften, die noch einen Jumbo in ihrer Flotte haben, außer jetzt vielleicht Atlas Air, aber da halt auch nur in sehr geringer Stückzahl und das ist jetzt auch nicht die wahnsinnig große US-Fluggesellschaft. Größter Betreiber British Airways gibt die 747-400 bis 2024 ab. Lufthansa wird ihre 400er-Version bis 2025 gegen die neue 777 ausgetauscht haben. Genauso KLM, die werden bis 2020 ihre 747-400 abgegeben haben, dann auch ausgetauscht gegen 777 und 787. Genauso macht es Qantas, auch die tauschen die 747 in den nächsten Jahren gegen die Boeing 787. Tja, er wird also rar, der Jumbo, aber er hat ja auch lange treu gedient. Gut 60 Maschinen haben übrigens nicht das Ende gefunden, was sie eigentlich finden sollten. Die Flugzeuge mussten vorzeitig abgeschrieben werden aufgrund von Abstürzen oder anderen schwerwiegenden Beschädigungen. Dabei starben knapp 3800 Menschen in einer Boeing 747 und das Flugzeug hält auch zwei traurige Rekorde. Und zwar das größte Flugzeugunglück, bei dem waren zwei Boeing 747 beteiligt. Auf Teneriffa, habt ihr alle schon mal von gehört, 583 Tote gab es damals. Und das größte Unglück mit den meisten Todesopfern, bei dem nur ein ziviles Flugzeug beteiligt war, 520 Tote beim Absturz des Japan Airlines Fluges 123. Da sind auch so viele Menschen draufgegangen und ja. Das sind zwei unschöne Rekorde und drei Flugzeuge, die dafür gesorgt haben, dass mehr als 1000 Menschen sterben. Dass vergleichsweise ziemlich viele Boeing 747 in irgendeinen Unfall verwickelt waren, liegt aber ohne Frage natürlich auch daran, dass der Flugzeugtyp mittlerweile schon über 50 Jahre in Betrieb ist. Das ist echt eine ganze Menge und wirklich nicht zu unterschätzen. Ist eine ziemlich lange Zeit, aber bald ist dann sicherlich Schluss mit der Boeing 747. Tja, und die nochmals überarbeitete Version, die 747-8 und die ganzen speziellen Varianten des Flugzeuges, zum Beispiel den Dreamlifter oder die ganzen Regierungsflugzeuge, da gibt es nämlich echt einige, oder die Maschinen von der NASA mit einem Space Shuttle hinten drauf oder was auch immer, das gucken wir uns dann alles nochmal im nächsten Video an. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Ich freue mich auf weitere 747-Stories, diesmal zu 747-400. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Im Forum wurde jetzt übrigens eine neue Kategorie hinzugefügt, weil ich sehe, dass ihr ab und zu gerne mal in den Kommentaren über ein Thema richtig anfangt zu diskutieren. Sei es jetzt die dritte Bahn in München, was glaube ich unter einem der 747-Videos sogar diskutiert wurde. Oder zum Beispiel, dass Hamburg jetzt die United Airlines-Verbindung nach New York verliert. Da diskutiert ihr immer ganz gerne richtig viel drüber, finde ich immer richtig cool zum Mitlesen. Und deswegen gibt es im Forum jetzt eine Kategorie, wo es darum geht, dass da die aktuellen Themen, die euch interessieren, dass ihr da weiterschreiben könnt, dass ihr da eure Meinung austauschen könnt. Also ganz oben im Forum gibt es jetzt eine Kategorie, ein Thema, wo es um die aktuellen Diskussionen geht und würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere von euch da mal vorbeischaut und ein bisschen was dazu schreibt und ich kümmere mich dann natürlich darum, dass immer wieder entsprechend neue Themen dazukommen, wo ihr dann eure Meinung dazu schreiben könnt. Bin ich sehr gespannt, da ein bisschen was zu lesen von euch, freue ich mich sehr drauf, argumentiert. Und viel Spaß dabei und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.